Das ist die zweite Formel 1 Box, die es jemals gegeben hat, überhaupt als Trading Cards. Die beste Serie, wo man momentan von Formel 1 haben kann. Also der direkte Nachfolger von deiner Hamilton. Geil, also ihr wisst, ey, das wäre krass. Was sind hier die Big Picks? Wieder Hamilton, Gold Refractor oder was? Genau, und Verstappen. Verstappen natürlich auch. Mick Schumacher noch. Mick Schumacher kannst du natürlich noch rausknallen, der ist auch noch relativ stabil. Aber ich glaube, du ziehst die Nachfolgerkarte von Hamilton. Das wäre natürlich sehr, sehr geil. Ihr habt gesehen, wie Hamilton gehandelt wird, ne? Auf Golding. Ja, momentan die One-of-One von deiner Version, glaube ich, steht momentan bei $280,000, ja. Wenn ich meine jetzt dort hinterherhauen würde, glaub mir, die wird mehr als 8.000 bringen. Ja, das habe ich dir ja gesagt, aber ich würde ja dementsprechend auch nicht abgeben. Ja, auf gar keinen Fall. Die ist vom Wert her unglaublich nach oben. Siehst ja von den Boxen, ne? Die liegen jetzt schon bei 900 Euro. Also ein so ein Display, das du hast, kostet 900 Euro. Das ist brutal. Lewis Hamilton als Refraktor. Lewis Hamilton als Refraktorkarte. Geile Karte. Ihr seht die Regenbogenfarbe. Schon mal Lewis Hamilton im ersten Pack ist schon mal sehr geil. Aber die ist jetzt nicht numbered. Ne? Numbered. Warum ist hier ein Rentner? Auf der Karte, auf so einer schönen Karte. Franz Tost. Wow, aber sehr schöne Karte. Aber ich habe keine Ahnung, wer Franz Tost ist. Scuderia Alpha Tauri. Ist numbered, die ist numbered, Chat. Die ist numbered. 199 zu 199. Franz Tost. Warum ist hier ein Rentner? Was sagst du zum Franz Tost? Famin. Nein, ey, ist ein Numbered. Formel 1 nee, Numbered. Nee, hast du alles richtig gemacht. Schön in Cardsaver rein, das passt, aber ist jetzt nichts weltbewegendes. Aber wenn das Hamilton ist, nie wieder arbeiten, ne? Ich dachte Elon Musk. Da habe ich kurz gedacht. Es ist aber Sergio Perez. Wunderbar. Walter Bottas. Ey, sind das alles Go-Kart-Fahrer oder was auch dabei? Walter Bottas habe ich noch nie gehört. Max Verstappen als Refraktor, aber als Refraktor mit seinem Auto Red Bull Racing Honda. Schöne Karte. Ja, es wird nicht immer eine Nummerierte drin sein. Es ist ein Wunder, dass wir den Franz drin hatten. Keine Refraktor. Es ist Marino Sato. Marino Sato, Chat. Wir kennen ihn. Marino Sato. Von ihm? Habe ich nicht von ihm die Druckplatte? Mit Autogramm. On One gibt es nur ein einziges Mal die Original-Druckplatte. Man sieht den Unterschied auch, wie dieses Jahr das Design ist. Ist anders. Ja, leider. Leider ist er kein Big Name. Wäre das eine Druckplatte gewesen von einem anderen, ihr wisst, was ich meine, ne? Günther Jauch! Dietmar Schaffinauer. Ah, das ist ein Deutscher, oder? Nee, Ottmar! Entschuldigung, ey, ich kann die Namen immer nicht richtig lesen. Corey Genoat, Formula One. Warum ist hier ein Rentner? Lewis Hamilton, Grand Prix! Aber Basekarte, ihr braucht nicht durchdrehen, ich werde den trotzdem sleeven. The Podium? Max Verstappen, The Podium? Okay, warte mal, die melden sich nicht, die Jungs, dann kann es nicht sein. Richard Verschor. Autogramm! 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 Zu 99! Zu 99! Krass! Es ist kein Autogramm garantiert. Es ist keins garantiert. Ich habe ein Autogramm. Genau. Im Schnitt in jeder zweiten Box ist ein Autogramm drin und dann nummeriert. Also GG. Wie gesagt, Fahrer ist jetzt nicht so quasi der jetzt im Fokus ist, würde ich sagen. Aber für das, dass kein garantiertes Autogramm drin ist, geiler Pull, mein Lieber. 80, 90 Euro. Die kommt bei mir kein Magnetholder, aber sie kommt in einen Dings, ne? Genau. Perfekt. Genau. Ey, Legendenkarte. Ich danke euch, Jungs. Ich danke euch, ne? Pass to the Podium. Carlos Sainz. Carlos Sainz, keine Nummerierung. Man denkt, die hat Fehler. Schaut mal, seht ihr dieses Verwichste? Aber die ist so. Das sind keine Fehler. Die ist so komisch präforiert. Ganz komische Karte. Lirim Zendeli. Müll. Scheiße. Lirim Zendeli. Oh, war fun cool, oble. Ist ein Deutscher, echt? Der ist Streamer? Wie, der ist Streamer? Und wieder Günther Steiner, ein Rentner. Warum ist hier ein Rentner? Nochmal ein Rentner gehittet. Wunderbar, ein schöner Rentner. Wow, sickes Design aber. Ohne Maske sogar. Schöne Ausführung, wirklich schön. Die Refraktor, die machen wir auch hier rein. Guck mal, ey, schön. Zwei Refraktors von Hamilton. Christoph Waltz aus Django Unchained. Sergio Perez? Ja, Sergio Perez ist nicht so... Ich wollte sagen, ist nicht jetzt einer unbedingt von den ganz schlechten, ne? Aber jetzt kommt es auf die Nummerierung drauf an. Ey, diese Karte ist ne... Die Karte ist der Wahnsinn, ne? Es ist eine 1 mit Plus, eine 1 mit Sterne, 1 Plus. Nummerierung! Zu 50! Nice! Ist gut?
zu 50 ist, wie du weißt es ja von deiner Hamilton, also es ist nicht vergleichbar mit dem, aber zu 50 ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Nummerierung. Scheiße, aber Sergio Perez ist kacke, ne? Ich hör's doch schon. 50 bis 70 Euro oder 80 Euro. Ja, ist gut, Euro, ist gut. Kann die schon wert sein. Gut, ja, ist gut. Ey, die Karte ist, wenn da Hamilton drauf ist, das ist ja eine Wahnsinnsoptik. Hab einige Nachrichten bekommen, ich wurde gezogen, GJXD. Haben wir den gezogen? Ja, aber du bist auf dem Müllhaufen. Willst du haben, Lirim? Refraktor von dir, von deinem Moped. 50 Euro. Ehre genommen von Lirim, das ist er. Ihr glaubt ja wohl nicht selber nicht, dass der das ist. Ist Lirim ein deutscher Mann? Ist der deutscher Fahrer? F2-Fahrer und spendet ein paar Cent, komm, hör auf. Niemals ist der nicht. Ja? Lirim, bist du der Echte? Gib mal Zeichen in der nächsten Donation, damit wir sehen. Zeichen wäre 1000 Euro Dono, damit wir sehen. Ah ja. Na, wenn du schon so sagst. Liegt leider am Geld. Wenn man nicht das Budget für Top-Teams hat, kommt man nicht weit. Naja, Heffern, Leute. Das ist doch nicht der Echte. Ey, bist du ein echter Formel-2-Fahrer? Ich hab nur Spaß gemacht, ne? Hast du die Karte selbst, Lirim? Hast du die selbst? Ich möchte dir gern deine Karte schenken, von dir drauf. Willst du die haben? Ich schenk dir deine Karte. Willst du die? Bruder, du bist Formel 2 und hast kein Geld? Man denkt immer, ihr habt doch Monatslohn. Du liegst bei mir auf dem Müllhaufen. Hey Lirim! Mann, woher soll ich das wissen? Hallo? Ja, bist du da? Nee. Also, jetzt los. Wer bist du denn? Ich bin einfach nur hier im Discord gewesen. Warum? Weiß ich nicht. Auf wem wartest du? Warte auf niemanden. Was machst du denn im Discord? Weiß ich nicht, ich wundere mich gerade, weil ich schaue deinen Stream, aber ach so, wegen Verzögerung. Warte mal, jetzt komm. Ich streame gar nicht, ich bin kein Streamer. Ich bin auch hier, weil ich suche einen Partner. Ja, weiß genau. Was hast du an? Das Ding noch. Die Stimme. Wie groß bist du? Anerkennen. Wie groß? Größe. Jetzt Zentimeter. Ja, Körper, ja. Genau 187. Ja? 187, ja. Und was sind so deine Hobbys? Das mögliche Tennis, so mäßig. Könntest du mir das beibringen, wenn wir mal Tennis spielen gehen? Ja, natürlich. Ja? Mit dem König. Kannst du mir mal schöne Rück- und eine Vorhand zeigen? Lirim! Ja? Bist du da? Ja! Ja! Nein! Was nein? Nein, ich bin der Falsche, tut mir leid, Klossi. Alter, leck mich doch am Arsch, wer bist du denn? Ich chill bei dir in Discord. Alter, leck mich doch am Arsch, Alter, Lirim Zendelili. Karte leid, nichts wert, weißt du? Und schaff's auch nicht ins Discord zu kommen, Mess, das ist wirklich Lirim. Klossi, du bist der Beste, ich liebe dich. Ich lieb doch dich. Zieh dein Ding durch. Oh ja, ich zieh durch, Junge. Ich feier dich, wirklich. Ich feier dich auch. Geil, steh drauf. Wo stehst? Wo bist du her? Ach, ich komm aus Stuttgart. Oh, Stuttgart, da können wir uns mal treffen. Gerne, ich bin dabei. Bist du dabei? Sofort. Hotel? Ja, okay. Oder zu mir? Wunderbar. Er sagt, dass er nicht verified ist. Ja, komm, dann. Pass auf, Lirim. Dann steig ins Auto und fahr eine Runde um den Block und beruhige dich. Du müsstest doch auch unterschrieben haben, Autogrammkarten, oder? Bitte keine Lirim-Autogrammkarten. Nein, wäre krass, Lirim, Alter. Wäre wirklich krass. Lirim, Zendelli-Refraktor! Es kann nicht sein! Es kann nicht sein! Lirim Zendelli-Refraktor! Das gibt's nicht! Das gibt's nicht! Das muss geskriptet sein! Das muss geskriptet sein! Das gibt's nicht! Die kriegst du nicht, Lirim! Die kriegst du nicht! Ich behalte, du bist ein Future-Star! Vergiss es! Ich geb dir die Karte nicht! Kannst vergessen! Future-Stars-Karte von Lirim Zendelli! Bruder Refraktor Lirim Zendelli! Er ist im Discord! Lirim, mach Mikro auf! Mach Mikro auf, Lirim! Bruder, ich hab ihn einfach... Er kriegt Mikro nicht entmutet. Kann er überhaupt aufs Gas drücken? Kann der was? Ich werd gleich sauer! Wirklich, aufs Mikrofon drücken! Er entmutet sich einfach nicht! Er entmutet sich nicht! Er entmutet sich einfach nicht! Jetzt? Ja, Lirim! Oh Mann, war das ein Struggle, Junge. Ey, Lirim, ich hab dich gerade gezogen als Refraktor. Guck dir das an, Lirim. Ja, ich guck mir das gerade alles schon an die ganze Zeit. Ey. GG, Junge. Mach Preis. Beide Karten. Ja, ich hau sie dir in den Magnetholder rein noch. Schön sauber, Blatt. Refraktor. Also dir gebe ich gerne auch mehr als den normalen Preis. Hab ich kein Problem mit. 400 Euro würde ich gern haben für dich. Ja, gerne. Oh, ja, nein, Spaß, Alter, wirklich. Ey. Weißt du, wie krass das ist? Pass auf, vorhin, ich habe Spaß gemacht. Ich hab gedacht, es ist irgendein Fake-Account, der hier reinkommt. Ich habe niemals gedacht, dass du der Echte bist. Also ich war gerade selber am Zocken, habe irgendwelche Nachrichten auf Instagram bekommen, dass du mich gezogen hast. Und dachte ich so, ja, ey, das, ich schau euch doch nochmal vorbei hier. Okay, das gibt's doch gar nicht. Wie alt bist du denn?
22. Und wie lange bist du schon in der Formel 2? Ich bin nur letztes Jahr in der Formel 2 gefahren, dann hat das Geld leider nicht mehr gereicht. Also es hat so schon nicht wirklich gereicht. Ja, bin halt davor Formel 4 und Formel 3 gefahren. In der Formel 4 war ich auch deutscher Meister. Irgendwann. Wie läuft das ab? Also gibt's dich gar nicht mehr? Dieses Jahr eher weniger. Also nein, ich habe keinen Vertrag. Wir arbeiten gerade auf 2023. Ey, krass. Okay. Hast du auch Autogramme gegeben auf den Karten? Ja, das gibt's auch von mir irgendwo. Boah, krass, dann haben Leute deine Autogramme auch auf Karten, ne? Ja, wir haben bei dem Season Opener in Bahrain haben wir so eine Packung bekommen, wo wir einfach mal 1000 Unterschriften machen mussten auf so einer Folie und die werden dann jetzt da irgendwie drauf geklebt oder so. Ja, natürlich. In einigen Dingern sind Autogramme drin, andere sind nur nummeriert. Alter, ich habe hier eine Refraktor von dir gezogen, mein Lieber, ne? Ja, ey, das Krasse, geil. Weißt du, die Karte wäre halt viel wert, wenn du weiter aufsteigst, ne? Wenn du da groß wirst in der Formel 1. Aber ey, ich wusste das nicht, dass das so ist, dass du, wie viel Geld braucht man denn da? Dass man das selber bezahlt? Ich habe früher nicht viel drüber geredet, heute ist mir das relativ egal, also ich werde jetzt einfach mal direkt sein. Für eine Formel 2-Saison braucht man mindestens 1,5 Millionen für ein Jahr. Wenn man in einem guten Team fahren möchte, braucht man bis zu 2,5. Es gibt sogar einige, die haben jetzt einen 2-Jahres-Vertrag von 6 Millionen unterschrieben. Oh, ich dachte kurz, weißt du, so 5.000, ich helfe ihm aus, wir gehen da durch, ne? Ja, das ist das Problem halt. Also ich habe wirklich... Ey, wer hat das bezahlt bei dir? Was sind das hier für Sponsoren auf dem Auto auch gewesen und so? Auf meinem Auto, also mein Hauptsponsor Aldini, das ist so eine Transportfirma aus Herten. Ansonsten Teil auch mein Vater und Investoren. Krass. Ey, krass, aber du warst echt, überleg mal, kann jeder in der Formel 2 dann fahren, der Geld hat? Oder wie läuft das ab? Ja, also fast jeder, tatsächlich. Also es gibt manche Gurken, leider, also ich sag das jetzt einfach mal so, die fahren in der Formel 2 einfach, weil sie viel zu viel Geld haben. Ach so, wer zum Beispiel? Warte mal, lass mal ein paar Spieler gucken hier. kennst du die alle? Kennst du zum Beispiel Jian Shou Zhu? Zhu, ja, Guan Yu Zhu, ja klar. Wie heißt der? Ja, Guan Yu Zhu. Was ist mit dem? Ist das so einer mit reicher Vater mit Brauerei oder was? Ja, sein Vater hat ganz, ganz viel Asche. Drecksau, also Alter. Ich kenne noch ganz viele andere, die, wenn es ums Talent geht, noch eher als er in die Formel 1 gekommen sind. Lewis Hamilton, was ist mit denen, seine Eltern? Was machen die? Die waren jetzt nicht so super reich früher, aber er hatte tatsächlich sehr früh schon einen guten Gönner. Boah, also Formel 1 läuft ab mit Geldern im Hintergrund, sonst kannst du... Oh, ist ja krank, das wusste ich nicht. Du musst dich überall einkaufen und dann zählt das Talent auch nur bedingt, weil wenn du dich ins beste Team einkaufst, dann kann auch ein mittelmäßiger Fahrer gut fahren. Wenn du halt in schlechten Teams fährst, kannst du noch so gut sein, das wird dir nicht viel helfen. Also ey, scheiße, gell? Chat, ey, wie dumm ist das? Das heißt, jeder von uns kann, wie ich habe gerade eben noch gesagt, das werden wir nie erreichen, jeder von uns, der eine 1,5, 2, 3 Millionen hat, kann sofort in der Formel 2 mitfahren. Ja, mehr oder weniger, klar, also das sehe ich mich aber nächstes Jahr. Da sehe ich mich aber der dicke Blatt im Auto. Und als Topskarte. Kann man so ein Beispiel nennen. Also ich bin 2019 Formel 3 gefahren, also komplett im Niemandsland irgendwie, 25. und 20. und keine Ahnung was. Und dann bin ich ein Jahr später bei Trident gefahren, also einer der guten Teams, und war gleich im ersten Qualifying des Jahres Zweiter. Irgendwie 400 an der Pole vorbei und habe dann auch Rennen gewonnen und das war einfach eine ganz andere Welt, aber ich war ja nicht besser. Es war ein Jahr später, klar, ein bisschen mehr Erfahrung, aber ich war einfach in einem besseren Team mit einem besseren Auto. Du musst natürlich, also eigentlich ist es so, wenn du Leistung bringst, ich verstehe es so, du bist gut, dann kommen Leute und sagen, jawohl, wir sponsern. Dann kommen große Firmen und sagen, das ist ein Talent. Nein, also ja, das Problem ist, Formel 3, Formel 2, das ist alles nur so mäßig bekannt, deswegen ist das noch schwer, Sponsoren zu finden. Ich habe angefangen mit meinem Vater, der hat jetzt nicht übermäßig viel Geld, aber es hat gereicht, um den Kartsport zu finanzieren und Teile des in der Formel 4 noch. Und haben relativ früh dann auch einen guten Sponsor gefunden, der dann mich in der Formel 4 und Anfangszeiten der Formel 3 finanziert hat. Der wiederum hat dann einen Investor gefunden, der weiter die Formel 3 finanziert hat und Teile der Formel 2. Und dann eben haben wir noch einen Albaner kennengelernt, der dann ja mit in der Formel 2 eingestiegen ist. Und das war alles so ein bisschen Glück und Zufall. Und natürlich, weil ich auch gute Resultate erzielt habe, das ist dann so ein Nebeneffekt. Aber irgendwann wird es einfach so teuer, dass... Ja, wenn man wirklich mehrere Millionen in einem Jahr ausgeben muss, oder in zwei Jahren, das geht nicht. Das geht mit keinem Sponsor. Deswegen. Das frisst einen sehr schwer. Woher kommen dann die Einnahmen? Was, wenn du so ein Formel 2 Turnier gewinnst oder so? Oder was? Es gibt keine Einnahmen. Also wir haben wirklich nur Ausgaben. Es gibt hier und da mal irgendwelche Academies, die dir dann 100.000 zuschmeißen, oder das ist alles schön, dann kann man ein paar Testtage machen, aber so richtig weiter kommt man damit nicht. Also das ist wirklich, du brauchst einfach nur Geld, um weiterzukommen.
Es ist ja kein Geheimnis, Guan Yu Zhou, der hat 30 Millionen mit dem Sponsor gebracht, um sich den Alfa Romeo-Sitz da zu kaufen, sage ich mal. Der verdient ja auch an dem Sponsor dann. So, der Sponsor zahlt ja nicht nur das Cockpit, sondern auch den Fahrer, dass er fährt. Und wenn jetzt der Fahrer, also wenn jetzt der Fahrer einen Sponsor mit 30 Millionen bringt, dann wird das Team natürlich sagen können, okay, wir zahlen dem Fahrer ein Gehalt von 1 Million pro Jahr. Dann hat das Team ja immer noch 29 Millionen Sponsor. Stell dir mal vor, 1 Million im Jahr, Junge. Und also das war jetzt mal nur so ein... So, aber so wie kommt man in die Formel 1? Da muss man halt schon Leistung, da muss man vorne dabei sein, ne? Beides, klar. Also egal wie viel Geld man hat, wenn man jetzt nicht irgendwo vorne dabei mitfährt, kommt man trotzdem nicht in die Formel 1. Aber das ist halt immer das Gleiche. Die Fahrer in den besten Teams, die fahren sowieso Top 5 rum. Das ist dann auch nicht mehr so schwer. Dann haben sie auch sowieso noch das Geld, dann kommen sie halt auch in die Formel 1. Und so ein Hamilton, klar, der muss ja jetzt kein Geld mehr mitbringen. Das ist automatisch, dass er Sponsoren findet oder hat, die natürlich Geld für Mercedes bringen. Aber Mercedes zahlt dem natürlich einen Haufen Geld. Bist du sehr traurig dadurch, oder was? Ich war sehr traurig. Ich bin auch heute noch sehr traurig. Also ich, klar, man lenkt sich ab, ne? Man macht noch, was man machen kann. Man versucht, sich auf 2023 vorzubereiten, aber dann im Moment, die Tatsache ist, dass ich einfach noch kein Geld habe, um weiterzufahren. Ey, das ist, also mal ganz ehrlich, Chat, das ist ein Fass ohne Boden, diese Formel Autofahren dann. Das ist ein Fass ohne Boden. Das kann also man nicht. Ich habe immer gesagt, Motorsport ist so wie auf so einer Glasplatte, wenn die einmal bricht, dann bist du weg. Ey, du darfst da nicht traurig sein, ehrlich, ey. Und weißt du, was bei dir das Schöne ist? Du kannst immer davon erzählen. Ja, yeah, klar, das ist eine Erfahrung, die nimmt mir keiner mehr weg. Ich habe die ganze Welt gesehen. Du warst überall, ey, das ist echt krass, ne? Ich unterschreibe hinten drauf, aber nur auf einer. Auf dem Auto oder auf deinem? Ich unterschreibe beim Auto, ja? Nee, mach wirklich, mach auf meiner. Mach auf die richtige. Ich unterschreibe auf dein. Alter, das ist... Junge, das ist unglaublich, dass du hier drinne bist, ehrlich. Dass wir mal auch so einen Einblick hatten, ganz ehrlich, Chat. Wer hat das nicht gewusst, wie das läuft in der Formel 1 und so, in der Formel 2? Hast du auch mal Hamilton getroffen? Also jetzt nicht persönlich, aber so auf der Rennstrecke halt, ne? Ja. Mit von den Formel 1-Fahrern, der Sepp, der kennt mich auch ganz gut. Also mit dem sind wir ganz cool. Sepp? Ja. Nächste ist Sebastian Vettel. Mit Maske, guck mal. Erzähl uns mal eine Geschichte über Sebastian Vettel. Was hast du da so? Gab es irgendwas, was du so erlebt hast? Wenn du ihn triffst, glaubst du nicht, dass er Formel 1 fährt. Also immer wenn wir einen Trackwalk gemacht haben, also bevor das Rennwochenende startet, laufen wir immer mit Ingenieuren und Fahrern und Teamchef auf die Strecke. Laufen einmal die Strecke um zu gucken, wo sind unsere Bremspunkte, wo lenken wir ein, wo geben wir Gas. Einfach mal nochmal gucken, ob sich was verändert hat. Er läuft da einfach daher, Formel 1-Fahrer. Begrüßt jeden, gibt jedem die Hand, voll easy drauf, richtig nett drauf. Also natürlich, einer einfach, von uns. Einfach Vettel, einer von uns, richtig. Ey, ist Refraktorkarte, siehst du, die glänzt so wie ein Regenbogen, die anderen nicht. Toto Wolf, wer ist ein Toto Wolf? Warum ist hier ein Rentner? Der Teamchef vom Mercedes. Die Karte gibt es 25 Mal. Das ist eine zu 25, die gibt es nur 25 Mal, die Karte. Okay, Leute sagen, ist krass. Die Karte einwandfreier Zustand, keine Mängel. Wenn ich die in die USA schicke, kriegt die Note 10. Ralf Boschke ist cool. Wer ist das? Auch Formel 2 Fahrer, der, also ganz lustig, sein Auto voll mit Krypto-Punks und der hat ja so einen Krypto-Typen als Sponsor. Zudem auch lustige Geschichte. Ich hatte mal irgendwann mal meine Kulturtasche, wir waren in Bahrain und ich habe meine Kulturtasche, nee, Aserbaidschan, gar nicht, Aserbaidschan waren wir. Und ich habe meine Kulturtasche im Hotel vergessen, wir waren im selben Hotel. Hat der mir die schön nach Hause gebracht, nach Deutschland. Hat er die richtig, gebracht oder richtig, geschickt? Ja, richtig korrekt. Nein, der hat die mitgenommen und zum nächsten Wochenende an die Strecke. Oh, so ein Süßer. Wie finanziert er Formel 2? Ja, mit den Krypto-Freunden zum Teil und ein paar private Investoren hat der. Der hat nicht nur Geld zum Fahren, sondern der verdient schon. Das ist der einzige Fahrer, glaube ich, in der Formel 2, dem Geld überbleibt, weil er einfach gute Investoren hat. Ja, und gute Deals. Er hat jemand, der gute Sachen, der hat gute Dinge an Land gezogen, Mensch. Der Typ hat richtig, richtig Kopf. Also das Respekt. Scheiße, Respekt. Alter, da musst du halt auch Krypto reinholen, ey. NTF, junge Affenbilder, bleib drauf. Druckst dir mal 3 Affen drauf. Mit Alonso noch kein Cluburlaub gehabt, leider. Gar nichts oder was? Nix. Aber ja, ich glaube, das ist der älteste Fahrer im Moment im Feld in der Formel 1. Und auch einer der Fahrer mit den meisten Rennen in der Formel 1-Geschichte. Auch ein Rekord, ne? Scheiß drauf. Nicht nie Weltmeister geworden, ne? Oder? Doch, Alonso schon.
zweimal? Sorry, Chat. Nee, jetzt, ich glaube sogar dreimal. Ich wollte testen. Zweimal. 1900, Nein, so schlimm wir doch nicht. Ah, ich mache meine Tests hier. Ja, was willst du damit? Kannst du nichts. Das ist irgendeiner, der da wahrscheinlich, weißt du, was ich meine? Der irgendwie den Müll leert. Ist der, hast du den mal mit dem irgendwas erlebt? Ich meine, der lässt es sich privat echt gut gehen, sag ich mal so. Mit mit Frauen? So, na, nee, so Shisha und so, weißt du. Shisha. Ich weiß gar nicht, ob man das weiß. Nein, doch, weiß man alles, ne? Der raucht gern den von Capital Bra, den Tabak, ne? Der Shisha-Meister Max Verstappen, Junge. Der mit der Gotteslunge. Oh, aber morgen ist ja kein, Monaco. Ich glaube, das ist kein Geheimnis, dass es viele Leute gibt, die ja hier oder da mal eine Pfeife rauchen. Also. Nein, das ist doch nicht schlimm, oder Chat? Macht im Chat jeder. Keiner wird den dafür verurteilen. Lass doch Max Verstappen mal einen durchpfeifen, einen 420er. Jan Monschauk, was ist das? Der passt aber in kein Auto rein. Ist gar nicht nummeriert, nix. Der Koch, sagt er. Ist das der Koch oder was? Der Kellner? Ey, die hatten ein geiles Design, aber keine Nummerierung, nichts. Hast du dann da auch wirklich Fans gehabt, so, die gesagt haben, Alter, gib Gas, Junge. Formel 2, ja, übertrieben. Also, ja? Ganz Albanien. Ich habe mich mit dem Präsidenten von Albanien getroffen, hab dann einen Rapper, ich weiß gar nicht, ob viele werden den hier kennen, ich weiß nicht, ob du den kennst, Noisy, sagt er dir was? Noisy, natürlich. Noisy. Noisy ist ein albanischer Rapper, der hat mit Raf Camora schon Features gemacht. Der hat dann auch nochmal gepusht und dann kannte mich so gefühlt ganz, oder kennt mich jetzt ganz Albanien, in Kosovo und weiß nicht was. Und die haben dann auch meine ganze Instagram-Seite übernommen und hatte dann wirklich während des Jahres 2020 und 21 mega Push. Aber ja, jetzt ist erstmal Sendepause. David Beckmann! Hey, let's go! Was, let's go? Das ist mein Teammate von 2020 bei Trident. Das war so ziemlich das niceste Jahr, was ich hatte. Charus Racing Team. Also das ist mein Hauptkonkurrent, seit ich denken kann in der Motorsport. Ja? Früher immer mega Konkurrent gewesen. Ich glaube, er hat mich auch nie richtig gemocht, weil wir waren einfach beide echt stark. Und jetzt sind wir einfach echt gute Freunde. Esteban Ocon! Das ist der, wo ich meinte, dass der hatte echt nicht reiche Eltern. Also der ist wirklich arm gewesen, also arm verhältnismäßig. Im Wohnwagen, glaube ich, sogar gepennt teilweise. Wow. Also ich meine, wenn wir auf Rennen gehen, ne, Aserbaidschan, Bahrain und hier und da, dann immer 4-5-Sterne-Hotels, schön easy, ne, schönes Leben, wie man sich das vorstellt. Heute normal, sage ich mal, oder muss sein, damit es dem Fahrer gut geht, ja, leider. Ja, früher... Ne, überall gespart, also wirklich im Wohnwagen gepennt, der Junge. Also ja. Dafür, also einer, der mit so, ich sag mal, wenigstens Vitamin B in die Formel 1 gekommen ist. Ich muss dir leider sagen, Esteban Ocon, so nett er ist, die Karte Dreck. Marcus Armstrong! Guter Fahrer, kein Riesentalent, ist ein guter Fahrer, auch immer viel Vitamin B. Ich muss ehrlich sein, ich mochte den nie so wirklich. Der war mir immer so, der kam mir immer zu arrogant vor. So einer, ja. So mit Schal um Hals und so? Nein, nicht so, sondern einfach so von seiner Art her. Aber wo ich den dann etwas mehr kennengelernt habe, 2021 letztes Jahr, war dann okay. Also unsympathisch, sag doch. Ja. Meinst du, der hört das hier? Der hört das nicht. Wo kommt der? Kann doch gar kein Deutsch, oder? Nee, aus Neuseeland kommt der. Also, aber fun cool, oble. Aber es gab doch so einen Schlüsselmoment. Zuerst bist du Go-Kart gefahren, so kennt man das doch, gell, Chat? Da wusste ich auch tatsächlich nicht, dass es so weit kommt. Also bis zum Schritt in die Formel 4, bin ja 4 Jahre lang Kart gefahren und wusste nicht so, was mache ich eigentlich? Wie geht's eigentlich in die Formel 1? Ich wusste auch gar nicht, dass ich in die Formel 1 will tatsächlich so richtig. Weil es war einfach nur ein Fun für mich. Und dann einen Sprung in die Formel 4 gemacht, hat mein Vater irgendwie klar gemacht, keine Ahnung wie. Und auf einmal wusste ich so, oh shit, ich sitze im Formel-Auto, jetzt geht's nach vorne oder was? Und so war es dann auch. Formel 4, dann auch die Meisterschaft gewonnen, Formel 3, Formel 2 und dann... Wow, du sitzt im Formelauto, ja krass. Weiter geht's mit Liam Lawson! Wow, geile Karte. Guter Fahrer. Oh, aber der Leo, der schmeckt gut, Alter, der Yokozuna, Alter, sag ich dir ehrlich. Hast du gerade die Yuki Tsunoda-Karte im Mund? Ich hab die gegessen, ja. Ja, aber du weißt doch, wie diese Karten schmecken. Die schmecken, wie sie riechen. Du weißt doch, wie der Geruch ist. Einziger Kontaktpunkt, mit dem ich den mal hatte, wir waren beide beim Rennleiter, als wir einen Unfall hatten in der Formel 3. Aha. Da hat der mich rausgehauen. Und dann, was lief da ab? Bist du hingegangen? Petzen oder was? Guck mal, Keine Petze. Aber die Rennleiter, die haben ja ein Auge auf alles. Wenn dann irgendwas passiert, dann wird man gerufen. Dann zeigt er das Video. Und dann darf jeder, also beide dürfen dann von seiner Sicht erzählen, was da geschehen ist. Da wird mal wieder reingerufen und dann erklären die aus ihrer Sicht, welche Version stimmt. Und
und dann kriegt der eine oder der andere die Strafe. Und du hast sie gekriegt? Nee, da hat keiner eine gekriegt. Er hat mich herausgehauen. Ich war der Meinung, das war seine Schuld. Die waren der Meinung, Rennunfall, weil das war beim Start, Red Bull Ring, haben die gesagt, da ging viel los und er konnte ja da auch nicht drauf achten. Da habe ich gesagt, ja komm, alles Auto gut. Machen so, ich mach so. Warum hast du nicht irgendwie Red Bull? Bist du nicht im Team Red Bull? Da ist die Kohle da. Ja, habe ich auch tatsächlich eine Story. Also 2017 Formel 4 gefahren. 2017 hat Juri Vips die Formel 4 gewonnen und den Red Bull Junior-Vertrag bekommen. Und ich bin bei 16, 17 und 18 Formel 4 gefahren und 2018 Meister geworden. 2017 war ich Vierter, hatte genauso viele Rennsiege wie Juri Vips, aber ich hatte 7 Ausfälle, weil Elektronik, Turbo, hin und her und keine Ahnung was. Und das Team war einfach schlecht. Und die wollten auch gar nicht, dass ich wirklich gut abschneide in der Saison, damit ich zu denen im GT-Sport rüberwechsel, dass die mir ein Angebot machen, hier fahr GT Masters, weil die wussten, ich bin gut. Weil wenn ich das richtige Material gehabt hätte, hätte ich 2017 die Meisterschaft gewonnen in meinem zweiten Jahr. Und dann hätte, okay, vielleicht hätte ich den Red Bull-Vertrag trotzdem nicht bekommen, aber ich meine, macht ja Sinn. Juri Vips hat die Formel 4 gewonnen in dem Jahr, hat den Red Bull-Vertrag bekommen und vielleicht wäre das einfach mein Platz dann gewesen. Ja. Und damit war für mich der Zug abgefahren. Scheiße, Alter. Ist der aufregendste Moment vom Rennen der Start? Kurz davor. Das Schlimmste, also wir warten ja auch in der Grid, so 10 Minuten, bevor es dann in die Formation Lab geht. Da ist schon so angespannt und am schlimmsten ist so, wenn du gerade in deine Startposition einfährst. So, du fährst deine Formation Lab, dann fährst du in deine Startposition rein und dann bist du so, okay, habe ich alles drin, habe ich den ersten Gang drin, ja, okay, Klatschposition, also Kupplungsposition, nicht zu viel bremsen, guten Start hinkriegen, was passiert, wenn der hier rüberzieht, kann ich da vorbei und. Sobald die Ampel aus ist, bist du ein Roboter, dann ist alles weg, dann geht nur noch Reflex und Automatismus. Sebastian Vettel, hier haben wir Mikita Matzepin, ja, den kennst doch du. Ja, ja, Egghead. Was? Viele nennen den Egghead, also Eierkopf. Keine Ahnung warum. Warum nennt ihr den Egghead? Ist das, Bruder, bist du ein Mobber oder was? Warum nennt ihr den denn Eierkopf? Hä, in der Box? Guck dir seinen Kopf an, keine Ahnung. Den nennt ihr Eierkopf bei euch in der Szene? Nee, nicht wir. Das habe ich mal irgendwann mal mit aufgefangen, weiß ich nicht. Ist das dann so, dass die Fahrer unter der Kommando, da kommt der Eierkopf, Nikita? Nee, unter den Fahrern nicht. Aber unter den Fahrern weiß man, dass er nichts kann. Der kann auch nichts? Nee, auch wieder Papa reich und eingekauft in den Sport, ja? Papa über 100 Millionen ausgegeben für den, damit der da in die Formel 1 kommt. Wo hat Papa Geld her? Der hat ein riesen Rohstoffunternehmen in Russland. Mit Diamanten und keine Ahnung, was hat der zu tun. Der hat Milliarden. Der war doch auch in der Forbes-Zeitung, der Vater. Der hat ein Vermögen von 8 Milliarden oder 10 Milliarden oder so gehabt. Krass. Ich weiß nicht, wie das jetzt aussieht, aber der war auf jeden Fall mal bei irgendwie 7, 8, ich weiß nicht wie viel Milliarden. Krass. Ich glaube, jetzt kommt Joey Kelly Chat. Nee, es ist Sebastian Vettel. Von oben dachte ich kurz die Augen, Joey Kelly. Krass, das könnte seine letzte Karte gewesen sein, ne, Chat? Der Iceman, der ist Legende für seine ganzen Radiosprüche und einfach geil. Das aber auch schön, dass man ihn auf der Karte nicht mal erkennt mit Sonnenbrille und Maske. Auch schön, wirklich. Typisch er, glaub mir, das macht sogar noch mehr Wert. Ja? Ja, das ist typisch er. Alles scheißegal, Formel 1 ist ein Hobby, alles gut. Hast du ihn getroffen? Auf der Gala, als ich Formel 4 Meister geworden bin, 2018, gab es in St. Petersburg von der FIA eine Preisverleihung. Der war sturzbesoffen. Ich hab noch ein Foto. Ja, ich hab ein Foto mit dem. Das Foto von ihm und mir sieht aus, als wären wir Best Friends und kennen uns seit 10 Jahren oder so. Einfach weil er so besoffen und in die Kamera schaut. Also, geil, richtig geiler Typ. Lance Stroll! Auch ein Paydriver. Also, mit viel Geld reingekommen. Ich muss aber sagen, ja. Alles Paydriver, sagt er. Also. Er ist echt nicht gut. So, es ist jetzt mittlerweile, kann man sich angucken. Man kann sich's angucken, weil er halt jetzt schon ein paar Jahre in der Formel 1 ist, aber ne. Lundgaard, auch deine Klasse. Ja, der war richtig gut. Der fährt jetzt Indycar. Ja, auch der immer bei ART gefahren, also echt gutes Team. Formel 3, Formel 2. War aber auch immer so der beste Fahrer im Team. Der ist wirklich gut. Der hat mir meinen Reifen aufgeschlitzt in Bahrain. Da bin ich von 2 gestartet, zweites Rennen der Saison. Ja, da war ich irgendwie auf 3 oder 4 unterwegs, dann reingestochen in die Kurve, wo kein Platz war, Reifen aufgeschlitzt, für mich war das Rennen vorbei. Und dann danach?
einen ja, Schnauze oder was? Nee, geht ja nicht. Das kannst du ja nicht machen. Dann wird dir die Lizenz direkt entzogen. Und dann kaufst du neue für 1,4. Ja, klar, man geht hin und man ist sauer. Und das Ding ist, aber er ist halt zuerst zu mir gekommen und meinte sorry. Wenn du nicht hupen kannst, holst du dann manchmal raus den Stinkefinger hoch oder was? So im Gefecht kann das auch passieren. Ja? Nicht, aber ja. Ist dir passiert, dass du Stinkefinger gezeigt hast? Ja, nicht nur einmal. Ja, ehrlich? Nicht nur einmal. Ja, ja. Hey, schreit ihr auch? Ja. Ich bin sehr emotionaler Fahrer. Auch im Radio, es gab auch schon Radios von mir, wo ich dann mitten, also für die Öffentlichkeit, ne, hunderte von tausend Leute oder weiß nicht wie viele geguckt haben. Und ich sag dann zu irgendwelchen Fahrer, wie dumm die sind oder fuck him oder keine Ahnung was. So. Geil, Alter, geil. Oh, ich hab dich gezogen als Basecard! Ja! Ja, ich hab dich wieder als Future Star. Maschine! Pass auf, jetzt habe ich zwei von dir, Alter. Jetzt habe ich zwei von dir. Eine behalte ich jetzt. Oder ja, nicht? Oder willst du die auch? Wenn du die abhältst, kriegst du die. Eine behältst du. Ich habe eine für dich und eine für mich, Junge. Eines für mich, eines für mich. Nee, warte mal. Deine ist sogar Refraktor, meine nicht. Normalerweise mache ich die Packs hier auf und habe hier so Kartenspezialisten. Aber dass ich mal den Formel-2-Fahrer hier drin habe, dessen Karte ich hier halte, das ist echt krass. Ey, kommt jetzt die rettende Karte? Glaubst du ja? Sag ganz ehrlich, glaubst du? Nee, ne? Doch, ich sag ja. Ich sag, jetzt kommt noch was Geiles. Pierre Matsche? Was? Pierre Wache! Wer ist Pierre Wache? Ah, der hat nicht irgendwas mal mit Reifen zu tun gehabt. Hatten wir doch, glaube ich, ne? Reifenmann Scheiße, oder wenn so. Wenn du sagst, hat der was mit Reifen zu tun, dann ist die Karte wertlos! Ja, das wird so sein. Das wird so sein. 199 Pierre Wache.